Hallo und herzlich willkommen zurück bei Pein. Wir sind hier beim letzten Mal auf Fernwald, also der Halbinsel im Norden von Albermar, stehen geblieben und sollen uns jetzt hier mit dem Kariblin treffen. Ja, und da wollen wir uns in unserer eigenen Höhle treffen, so wie wir es verstanden haben. Ja, da werden wir auch gleich mal gucken. Bin ich auch sehr gespannt, was das wird. Ob das auch eine gute Entscheidung war, uns mit dem Kariblin zu verbünden. Naja, bist ja immer wie den Fexen verbündet. Oh, haben wir hier. Dieser Ort hier. Ich rieche Großzapfen. Ich muss den Verstand verlieren. Es ist doch eine Höhle. Okay, ja. So, gucken wir uns hier mal um. Also, hier kommen wir wohl nicht durch. Da blitzt das. Das kennen wir ja schon. Das tut nur weh. So. Jo, hier haben wir einen Mechanismus. Oder benutzen wir den nochmal? Blitzen wir den mal? So, gehen wir hier mal rüber. So, wo kommen wir denn jetzt hier hin? Sondern die Höhle erkunden. Erkunde die alte Heimat heißt es jetzt auch. Oha. Was haben wir denn hier? Das sieht ja. Das ist ein ganzes Dorf. Hier ist bereits ein fertiges Dorf. Hier müssen die Menschen schon mal gewohnt haben. Das müssen wir uns angucken. So, Klammer hier runter. Wow. Das ist ja irre. Damit, ich hätte erst mit vielen gerechnet, aber damit nun überhaupt nicht. Oh, was haben wir denn da unten? Ein Hammer-Symbol. Mhm. Und, jetzt haben wir einen Fortschrittsbalken. Wir müssen also irgendwas hier uns angucken. Na, mal schauen. Na, das ist ja irre. Gehen wir hier erstmal runter. So. Und, oh, hier haben wir gleich was. Oh, diese Symbol. Das sollen wir uns hoch angucken. Na, machen wir das mal. Das hier muss der Ort sein, von dem aus der Menschentyrann alles organisiert hat. Sie haben ihn mit den Äußerfunden versiegelt und dann von hier aus gearbeitet. Ich muss so bald wie möglich reinen Tisch machen. Allerdings, müssen wir irgendwie klarstellen, wir sind nicht der Tyrann. Das ist ja schön, hier so ein Teich in der Mitte. Sehr schön. Oh, da müssen wir uns auf jeden Fall noch weiter umgucken. Also wenn wir das nicht ohnehin machen müssen, gehen wir erstmal da hin. Oh, hier, ohne ob wir dort uns gucken sollen. Mhm. Diese Häuser, sie haben große Ähnlichkeit mit unseren. Das hier muss der Ort sein, von dem die Menschen ursprünglich herkommen. Mhm, ja. Sehr, sehr schön. So eine Art Baumhäuser hier und ja, ganz fantastisch. Und ganz schön groß auch. Mhm. So, da blinkt noch irgendwas. Dann mal hier. Ein Begalit-Schild. Mhm. Idee. Super. Begalit auch noch gleich dazu, sehr schön. Begalit. Oh, der Beutel ist voll. Oh ja, wir müssen dringend den Beutel vergrößern. Das steht ja ganz doll fest. Begalit-Schwertidee. Hier gibt es zweifelsohne Zeichen fortschrittlicher Handwerkskunst. Dieser Ort hier wird ein perfektes Zuhause abgeben. Na, das denke ich aber auch. Hoffentlich halten sich die Tambas an ihren Teil des Abkommens. Und hoffentlich finden Ilma und Iam den Mut, den sie brauchen werden. Gut, haben wir noch Dünneisen. Oh, kann man alles ja nicht mitnehmen, das ist ja schlecht. So, was haben wir denn da jetzt gefunden? Gucken wir uns das doch erstmal an. So. Begalit Schwertidee, ein extrem robustes Schwert, das hohen Schaden zufügt. Oh, mit 5 Sternen. Oh, da brauchen wir auch noch eine ganze Menge. Da brauchen wir noch Dünneisen, Begalit, Golladigak-Essenzen, Kariblin und Fexessen. Aha, dafür brauchen wir also die Essenzen. Und für die Begalit-Schild-Idee? Einen stärkeren Schild als diesen gibt es nicht. Besteht im Kern aus Albermars härtestem Material. Mhm, ja, das ist Begalit. Okay. Da brauchen wir auch noch Alphafantenleder, Stofftuch, Dünneisen. Oh, weia. 12 Dünneisen. Hier auch. Oh, 24 Dünneisen sammeln. Oh, weia. Da müssen wir das hier auf jeden Fall mitnehmen. Da müssen wir hier irgendwas von dem, was wir ja haben, zurücklassen. Hm. Großzapfen, glaube ich, ist denn hier meine erste Wahl. Das lassen wir mal hier. Und die Teenblumen. So, können wir das jetzt mitnehmen? So, Begalit eingepackt. Und noch das Dünneisen. So. Ne, das Dünneisen möchte ich. So ist gut. Sehr schön. So, haben wir denn hier wohl alles? Gut. Oh, hier ist noch irgendwas? Ah, nö. Das scheint. Ach so, das muss die Esse gewesen sein. Mhm. Da haben sie wohl Feuer gemacht, um Eisen zu schmieden. Okay. Gucken wir uns hier mal weiter um. Das sieht ja interessant aus. Also das müssen wir uns ja wirklich mal angucken. Also da müssen wir hier unser neues Heim erstmal richtig ins Wesen. Oh, da oben ist noch eine
Amphiskuskugel. Sehr schön. So, gehen wir da mal rum. Wie viele Häuser sind denn? Die hier sind ja alleine schon mal. Oh, einige. So, wo war die jetzt? Die war noch hier oben irgendwo. Genau. Ich komme mal dahin über die Brücke. Denke nicht. Ah, da ist ein. Ah ja, von der Seite rumran wahrscheinlich. So. Oh, das ist aber weit. Okay. Da ist nochmal ein weiterer Sprung. Okay, und darauf. Okay, sehr schön. So, dann müssen wir schon fast oben sein. Autsch. Au, das hat wehgetan. Das war nicht gut. Oh, das muss man gleich nochmal probieren. Ja, bei der Dinger können wir uns den Rest hier auch noch angucken. Oh, hier drüben ist noch jetzt noch weiter. Hier ist auch noch... Nochmal ein Teich. So, kommt man hier wieder hoch? Ja, da oben muss man hochkommen. Mal sehen. Ah, das hier mal... Oh, die Kugel, die kann ich mir auf keinen Fall entgehen lassen. Sollten aber, bevor wir da nochmal runterfallen, auch immer nochmal was essen, ganz kurz. Erstmal das Elefantenfleisch hier. So. Die werden wir wohl nicht mehr so viel jagen. Jetzt, da wir sie zähmen können, lieber die Schnapper jagen. So, so, so. Sehr schön. Vorsichtig jetzt. Und da. Und nochmal. Sehr schön. Ein bisschen schwierig. Wir sind von den Felsen wahrscheinlich abgerutscht. So, und wir haben wieder eine Amphiskuskugel und damit haben wir jetzt 23 von 25. Sehr schön, sind bei dem großen Beutel ja ein ganzes Stück näher gekommen. So. Oh, das ist ja hier echt wirklich. Oh, da scheint noch ein weiterer. Hier geht es noch weiter in die Richtung. Wo sind wir hierher gekommen? Nee, hier sind wir nicht hergekommen. Wo geht es denn hier noch lang? Oh, hier sind ja noch weitere Häuser. Wahnsinn. Uiuiui. Was denn hier noch hin? Viel tiefer in den Berg rein. Ah ja, einmal im Kreise laufen. Okay. Da ist ja auch noch was. Meine Güte. Das ist aber wirklich eine große Höhle. Auch noch mal ein Häuschen. Wer es ein bisschen abgeschiedener mag, kann hier einziehen. Und, oh. Hier haben wir noch... Ah ja. Hier geht es noch mal weiter. Na, das können wir da aufmachen. Ah ja, jetzt haben wir den kurzen Weg nach außen gefunden. Ah, sehr schön. Und damit kriegen wir ihn wieder zu. Na, das wollten wir ja nicht. Aufmachen bitte wieder. Danke. Das wäre jetzt ein bisschen gefährlich gewesen, wenn wir hier drin festgesteckt hätten. Okay, gut. So. Ach so, unsere Quest hat sich auch zwischenzeitlich mal aktualisiert. Ja, nicht mitbekommen. Warte auf den Häuptling. Na, dann machen wir das doch. Da sollen wir da oben wieder hin. Okay. Mal hier nochmal eins kurz hoch. Ist auch nochmal eine Hütte. Okay, die haben ja jeden Platz ausgenutzt in der Hütte. Ah, ist noch genug Raum. Kann noch mehr drauf bauen. Da drüben können wir noch ein Häuschen hinbauen. Ja. Okay, sehr schön. Dann warten wir mal auf den Häuptling. So. Und wir haben uns ja... Also ich habe mich ja dafür die Karibin entschieden. Kommt jetzt hier garantiert auch gleich. So. Na dann, gucken wir mal. Machen wir erstmal hier das Päuschen. Ah ja. Also, dann wollen wir uns mal über die Weltherrschaft unterhalten. Das ist nicht, was ich will. Ich will nur freies Geleit für die Menschen. Ark, die Tamas haben mich dafür bezahlt, dir zuzuhören, aber ich verliere schnell das Interesse. Ihr könnt die instabilen Klippen haben. Bah. Und meine Unterstützung bei allen zukünftigen Unternehmungen. Außerdem werde ich unsere Technologien mit euch teilen. Naja, das Schicksal hat uns hierher geführt. Dass du mir hilfst, Territorium zu erobern, sollte genügen. Territorium erobern? Natürlich. Was anderes können wir ja nicht machen. Du musst dafür sorgen, dass wir dieser Höhle nächstgelegene Dorf kontrollieren. Danach werden meine Leute für freies Geleit sorgen. Währenddessen werden wir aber oft überfallen werden. Du wirst also was dagegen unternehmen müssen. Und jeder andere Mensch eigentlich auch. Okay, das werden wir tun. Danke. Hier, benutze das, wenn du uns brauchst. Okay, dann sollen wir die Karibin jetzt verbinden. Und wir haben den Pakt.
Die folgende Auswahl wird für den Rest deines Abenteuers wichtig sein. Überlege sorgfältig, welcher Spezies du dich verpflichten willst. Denke über ihre Stärken und Schwächen nach. Haben wir ja schon gemacht. Wir haben es ja schon entschieden. Handfeste Maßnahmen, unsere Quest. Hilf der Spezies deiner Wahl, die Kontrolle über Moorflucht zu erlangen und sprich mit ihrem neuen Anführer. Okay, gucken wir da mal ganz kurz. Moorflucht, genau da drüben. Ja, der hier nächste liegende Dorf. Ja, klar, die sollten mit uns verbündet sein. Gut, da sind jetzt aktuell die Krocker. Gut, und ich glaube, wir haben gerade, haben wir ganz kurz hier sehen, eine Krocker, eine Karibin-Überfallfackel bekommen. Haben wir einen Bauplan für bekommen? Ja, da haben wir die Karibin-Überfallfackel bekommen. Oh, können wir auch gleich mal herstellen. Ach, da braucht man auch Begalit für. Das ist ja unschön. Na gut. Gut, das werden wir uns vielleicht noch ein bisschen aufheben, das zu bauen. Vielleicht nicht so sinnvoll. Lassen wir das erstmal. Vielleicht können wir das ja auch irgendwie ohne regeln. Oder können auch welche kaufen in ihren Dörfern, wenn wir mit ihnen jetzt verbündet sind. Sind wir das eigentlich? Ja, wir sind mit ihnen jetzt verbündet. Und mit allen anderen Vieren feindselig. Hier stimmt. Na gut, okay. Gut, okay. Gut, ich glaube, wir sind denn hier in der Höhle fertig. Können wir hier raus? Gut, nehmen wir auch den Weg jetzt hier raus. So, hier scheint ja mehr kürzer zu sein. So, hier mit dem Aufzug nach oben. Und dann mal raus aus der Höhle. So, und dann hier die Brücke wieder blitzen. So, können wir raus. Ach, und jetzt können wir da nicht wieder raus. Aha, kann man nur den kurzen Ausgang wählen, wenn man von innen kommt. Okay, gut, verstanden. Gut, hier mal hier wieder raus. So. Gut, gut, okay. Unser Alpha-Fan war ja weg. Gut. Dann müssen wir erstmal wahrscheinlich hier von der Insel runter. Nochmal den Weg hier. So. Und dann werden wir uns jetzt erstmal überlegen, wie wir jetzt weitermachen. So. Hopp, hier lang. Und dann kommen wir da irgendwie wieder ans Festland. Mal gucken, ob wir noch irgendwie einen Alpha-Fanten finden, damit wir uns das Ganze hier ein bisschen einfacher machen. So, nichts zu sehen hier. Da drüben scheint ein Alpha-Fant zu sein. Das wäre natürlich sehr praktisch, wenn der hier gleich in der Nähe ist. Ich muss mal kurz hier rüber schwimmen. In der Mann, da hinten mal die sehen zu haben. Wir wollen Schnapper. Da hinten sehe ich Alpha-Fanten, definitiv. Da ist einer. Der will uns hier ärgern. Ich lasse mich aber nicht ärgern. Oh. So. Ein Schnapper Oberschenkel. Sehr schön. Oh. Okay, dann werden wir ganz kurz mal ein Schnapper Oberschenkel essen. Und den Schnapper Oberschenkel mitnehmen. So. Wo war jetzt? Ich habe hier hinten irgendwo am Horizont. Habe ich irgendwelche Alpha-Fanten gesehen? Ah, hier sind jetzt wahrscheinlich weitergezogen schon. Echt, das drin sind so sehr schön. Lass uns hier mal einen einfangen. So. So, jetzt sollten wir uns vielleicht, also wenn ich so mir so mal die Anzahl der ganzen Ressourcen angeguckt habe für das Schwert und das Schild, sollten wir uns wirklich mal darum kümmern, dass wir jetzt irgendwelche Amphistuskugeln kriegen. Sonst kriegen wir die nie in den Beutel. So. Ah ja, und das muss das Dorf sein, was wir einnehmen sollen. Naja, wie schon gesagt, Krocker sieht man ja auch an den Bauten. Okay, naja. Ich bin mal gespannt, was das wird. Bestimmt wieder so eine lustige Aktion wie mit den Fechsern, als wir damals das Schmutzerdorf übernommen haben. Oh, haben wir hier noch. Ist das ein Dorf in zwei Ebenen? Sieht so aus. Okay, ist genau zu sehen. Das ist ja interessant. Oh, da ist einer. Oh, da hinten ist eine Amphiskuskugel. Naja, das machen wir jetzt mal ganz halsbrecherisch. Oh, da ist auch noch der Händler. Ich möchte aber die Kugel haben, auf jeden Fall. So, so, Kugel einsammeln und wir werden hier schnell abhauen. Ob das jetzt die richtige Richtung war, weiß ich nicht. Willst du hier raus? Da ist der Ausgang. Gut. Gut, den Alpha-Fant muss man jetzt mal opfern. So, komm, jetzt kommt hier keiner von vorne. Das wäre ganz unsinnig. Gut, nee, keiner. Gut. Schnell mal hier durchs Wasser. Also folgen die einem da nicht. Und dann hier ganz schnell weg. So, haben wir da ein Fiskusruhe. Oh, was haben wir hier noch? Luna! Rodos. Und unser Alpha-Fant hat überlebt.
Bin erstaunt. Bin sehr erstaunt. Da drüben sind noch mehr Alphabanden. Gut, genau das brauchen wir für unsere Jägerstiefel. Die möchte ich auf jeden Fall auch noch bauen. Gut, wir haben hier irgendwas zurückgelassen. Was haben wir denn hier noch? Dünneisen, das können wir nicht mehr zurücklassen. Was haben wir denn hier alles so? Das Fleisch möchte ich auch nicht zurücklassen. Sablika, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Schnapperantennen, Sandstein. Was haben wir denn hier noch so viel? Karant. Das Essen ist ja nicht so verkehrt zu haben. Einen Stapel Steine haben wir, Grobknochen haben wir, Stahlseil haben wir. Können wir nicht noch aus dem Stahlseil was herstellen? Nochmal Fallen oder so? Moment. Ja, wir können doch immer Fallen herstellen. Das wäre ein Süd. Machen wir das. So, dann sind wir nämlich da den Platz wieder frei. Sehr schön. Dann können wir das mit dem ohne was zurückzulassen. So viel besser so. Fallen können wir garantiert noch hier brauchen. So, haben wir zweimal von drei Lunarodders. Oh, da müssen wir jetzt aber dringend noch einen weiteren finden. Ist hier schon einer? Ist das einer? Nee, das war ein anderes. Das ist ja nicht. Okay. So, gut. Schade. Gut. Gucken wir uns mal weiter um. Oh. Ach, da drüben sind die uralten Stallungen, so wie es aussieht. Ja. Okay, da sind wir hier in der Nähe des Fexedorfs. Und sie aufpassen, mit dem sind wir jetzt auch verfeindet. Und deren Bomben tun ja schon ganz schön weh. Immer mal einen weiteren. Oh, da drüben sind noch Krogger. Die braucht man nun auch definitiv nicht. Die sollen mal bitte die Alphafanten jagen, die anderen. Dann noch mehr Krogger. Oh je. Mal gucken, wie wir unseren Weg hier durchfinden. Und vielleicht bei der Gelegenheit noch eine Amphiskuskugel auftreiben. Jetzt fehlt uns wirklich nur noch eine einzige. Uiuiuiui. Das wäre jetzt natürlich toll, wenn wir hier noch eine finden können. Ah, vielleicht ein bisschen Zickzack reiten, dann finden wir das. Aber auf jeden Fall ist das ganz toll mit den Alphafanten, wenn man mit denen den reiten kann. So. Oh, jetzt bleibt er hier hängen. Kommen wir hier nicht durch? Nee, da möchte er irgendwie nicht durch. Wie gut denn hier vorne lang? So. Gucken wir mal. Also ein paar Fluffis. Ich glaube, aber Fluffis braucht man nun nicht. So, findet man hier noch irgendwas? Hier im Sumpf haben wir uns ja noch ja nicht so richtig umgeguckt. Haben wir ein bisschen durch die Gegend gelaufen, aber. Ja, es ist ein bisschen die Frage, wo gehen wir überhaupt jetzt hin? Also, ich denke mal, wir werden uns auf jeden Fall diese Ausrüstung machen. Und dafür möchte ich gerne noch Lunarodders erstmal finden. Ja, Details. Am besten hier nochmal zurück und einfach mal gucken, ob wir hier noch irgendwo ihn finden. Die gibt es ja wohl nur im Sumpf. Woanders habe ich die bisher noch nicht gesehen. Hier vielleicht am Turm? Ah, Moment. Turm, Fluffis. Das machen wir jetzt mal. Das muss jetzt mal sein. Das hatten wir ja schon mal entdeckt. Da standen wir davor und wussten nicht, wie wir hochkommen. Jetzt wissen wir, das sind Sprungkissen. Komm mal hier, mein Freund. So, du stellst dich jetzt mal bitte hier hin. Mal hier. Folgst du mir? Gut, stell dich mal hier hin. Gucken, wie wir den jetzt hier herkriegen. Ja? Nee, da stehst du ein bisschen ungünstig. Werd mit hier. Der andere schubst hier. Die kann man aber schlecht dirigieren hier. Die Fluffis sind nicht allzu intelligent. Kann man vielleicht noch drauf springen? Nee, der steht einfach definitiv noch sehr ungünstig. So, vielleicht reicht das ja. Na, der muss aber schon sehr präzise stehen. Oh Mann. Kann man irgendwelche Befehle geben? Nee, nur auswildern könnte man ihn. Mal hierher. Da stehst du. So stehen bleiben. Nur stehen bleiben. Mal sehen, ob das jetzt funktioniert. Jetzt sieht du das. Super. Wow. Okay, jetzt muss ich mehr runterfallen. So, können wir jetzt hier reinspringen? Was passiert dann? Oha. Nee, das sieht nicht gut aus. Wenn wir da kriegen wir. Oh je. Machen wir hier versuchen, auf die Kante zu kommen. Oh, jetzt sind wir drin. Gibt es auf jeden Fall Schlüsselgrafit. Ist jetzt nicht so spannend. Ah, hier ist ein Schalter. Kriegen wir die Tür auf, aber der Fahrstuhl kommt nicht runter. Ich kriege mir den Fahrstuhl runter. Ist hier noch irgendwas anderes, was wir machen können? Ah, da ist wieder der Fluffy. Moment, können wir den Fluff vielleicht auf die Platte? Ja, sehr schön. Der sehr gut hingestellt. Achso, und nun? Noch ein Schalter irgendwo? Nö. Doch, da ist noch ein Schalter. Ah ja, super. Das hat ja gut funktioniert. Hui, sehr interessant. So. Oh, das war schon wieder weg. Okay, aber wir haben einen Schalter. Gut.
Hier oben ist doch Garantie. Hier ist erstmal ein Bolzen. Ein Feuerbolzen. Und hier oben ist eine Amphiskuskugel. Wetten wir. Ne, keine Amphiskuskugel bisher. Aber wo wir den Bolzen drin stecken können. Machen wir das. Und, ah, da ist eine Kiste. Sehr schön. Machen die mal auf. Und wir haben eine Jägerhosen-Idee gefunden. Sehr, sehr schön. Das freut mich. Gut, haben wir das auch? Geht es hier irgendwie noch oben weiter? Da oben ist auch noch irgendwas. Oh. Moment. Moment. Ich glaube, da brauchen wir mal einen Bogen. Das müssen wir mal ganz anders machen. Wir haben doch diese Sprengpfeile. Genau. Die rüsten wir mal aus und haben dann auch gleichzeitig. Ach, der hat gleich den Bogen angelegt. Das ist natürlich praktisch. Ich denke mal, da brauchen wir mal einen Sprengpfeil für. Sprengstofffässchen kann man da bestimmt nicht platzieren. Oh, wie soll man den Winkel denn hinkriegen? Oh, das ist aber jetzt schwierig. Geht das irgendwie von hier drüben? Das ist schwierig. Nee, das geht nicht. Aha, Moment. Da ist eine Planke. Oh, muss man jetzt hier todesverachtend darauf... Oder hier auf die Kisten. Dann haben wir welchen anderen Winkel. Mal sehen, ob das funktioniert. Gucken. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Hm. Das scheint aber nicht ausgereicht zu haben. Hm. Die kann man noch rausnehmen. Schauen wir mal hier hin. Können wir noch an dem Seil ziehen? Nee. Wie soll man den denn aufkriegen? Wo ist denn der Fluffy hin? Achso, der Fluffy kann uns hier hoch nicht folgen. Wofür braucht man denn die Bolzen? Was tut der? Tut der noch irgendwas? Da kommt hier außen noch irgendwo lang. Das wäre jetzt nochmal so todesverachtend hier draußen irgendwie rum. Nee. Mhm. Sehr merkwürdig. Oder wirklich todesverachtend hier auf die Planke und von da schießen. Vielleicht hier der Ditte. Oh je. Wenn der jetzt da runterfallen, ist die Sache gelaufen. Gut, probieren wir das nochmal mit dem Pfeil. Da oben irgendwas, was man anschießen kann. Uiuiuiuiui. Ich muss mal da oben tatsächlich die Mitte treffen. Ah, man kommt gar nicht so hoch. Aber das ist der höchste Winkel, den man hat. Nach unten geht es besser. Aber nach oben. Oh, Zeit losgelassen. Jetzt haben wir nur noch einen Pfeil. Das war's. Jetzt kann man das nicht mehr probieren. Hm. Das ist natürlich ungünstig. Tja, also. Irgendwas. Zumeist er den Bolzen brauchte, ist mir nicht ganz klar. Schade. Sieh jetzt hier. Können wir ja noch was mit dem anderen Äußerfund rausfinden? Ich werde mal. Können wir hier vielleicht den Luftballon platzieren? Ich denke zwar nicht. Doch, geht. Mhm. Müssen wir den jetzt kaputt schießen, dann, der da oben ist? Ich glaube nicht. Aber gucken wir, ob auf der Karte jetzt irgendwas zu sehen ist. Nee, da ist ein Fluffy-Symbol. Aha. Oh, die Symbole sieht man auf der Karte. Ist ja interessant. Gut. Jetzt haben wir unseren Luftballon da oben. Der steigt da bis in das Dach. Muss man an dem Seil hochklettern können. Das wird nicht bringen. Das wird es aber nicht bringen hier. Naja, die haben hier den Turm platziert. Ups. Ja, mit den Fluffys platziert in der Nähe der alten Stallung. Was man das denn hier machen kann. Also musst du doch ohne ihn. Können wir irgendwann mit der Steinschleuder ausrichten vielleicht? Muss ich die erstmal wieder anlegen. Ja, Fässchen haben wir auch keins mehr. Das ist schade. So, rüsten wir mal das hier aus. Steine haben wir angelegt. Können wir jetzt da hochschießen. Und vielleicht irgendwas machen. Na, da reicht der Winkel auch wieder nicht. Nee, höre ich jetzt nicht. Hm. Das ist natürlich merkwürdig. Da habe ich jetzt keine Lösung für. Ich glaube, das müssen wir jetzt lassen. Mal wieder umsprengen. Da oben scheint Morgenheul und alles mögliche Zeug drauf zu liegen. Hm. Ja, außer mit dem Sprengpfeil hätte ich jetzt keine Idee gehabt, aber der hat irgendwie nicht funktioniert. Gut, also mir klastet jetzt mal. Irgendwie kommen wir hier nicht weiter. So, der Schalter macht da bestimmt nur den Fahrstuhl. Ist doch nur für den Fahrstuhl zuständig, genau. Dann kommen wir wieder runter, ohne uns die Beine zu brechen. Nun gut. Nee, dann müssen wir das hier mal lassen. Oh, da ist noch was. Da ist noch was, eine Zwischenebene. Das müssen wir noch mal probieren. Vielleicht ist ja in der Zwischenebene irgendwas, was uns da hilft. Gucken. Oder muss man den richtigen Moment erfassen? So.
Das hat ja beinahe geklappt, dass wir da festgehangen werden. Oh. Dann haben wir hier Wunderkerzenfalle. Oh, das ist ja sehr schön. Explosiver Stolperdraht. Oh, schade, dass der Beutel voll ist. Das ist ja sehr schön. Nun aber, das kann ich nicht da lassen. Ich glaube, ich lasse den Nuktos da. Wir nehmen lieber die Wunderkerzenfalle mit. Oder den Stolperdraht. Wir nehmen mal den Stolperdraht mit. So, dann gucken wir mal da noch. Oh, die Kisten hier auch noch auf. Auch nochmal explodierten Stolperdraht. So, nehmen wir den mit. Und das ist welcher? Das ist die Wunderkerzenfalle, ne? Die haben wir ja schon hier. Haben wir ja genug von. Gut. Aber da wird uns hier auch nicht weiterhelfen. Na gut. Der Fluffy hier, der schreit nach uns. Na gut. Oh oh. Krocker. War klar. Machen wir hier mal den Abgang. So, ich weiß gerade nicht, in welche Richtung ich eigentlich laufe. Achso, das ist das Dorf. Da will ich eigentlich gar nicht hin. Das ist definitiv die schlechteste Richtung. Machen wir mal hier rüber. Ach Gott. Dann noch mehr Fluffies. Ja, gibt's hier auf jeden Fall jeden Juch. Oh, ist da vorne Luna, oder? Ja, das ist ja schön. Dann haben wir den zusammen. Dann brauchen wir noch Stofftuch. Sehr, sehr schön. Gut. Und wir sind die Krocker wohl losgeworden. Scheint so. Au. Da vorne ist noch ein Fiskuskugel. Ha. Sehr schön. Das ist ja fantastisch. Das ist die letzte uns fehlende Kugel für den Groff. Hervorragend. So, dann kommen wir jetzt zu Groff. Das finde ich gut. So, jetzt bräuchte ich hier mal ganz dringend ein Reittier. Hallo. Alpha Phanten, seid ihr irgendwo hier in der Nähe? Das ist jetzt... Gut, naja, das müssen wir mal laufen. Wir werden schon unterwegs mal welche finden. Irgendwie nach da hinten. Und wir müssen dann, ja, wahrscheinlich von hier aus auch durch den Wald am besten laufen. Guck mal ganz kurz auf die Karte. Ach, uns läuft immer noch der Fluffy hinterher. Ha. Gut, haben wir ein Maskottchen. Ja, gucken wir mal. Ja, müssen wir hin zu Kopf. Dann müssen wir hier auch durch den Wald, durch den Keilwald. Das wäre ja ein Südwald. Da finden wir auf jeden Fall noch Moos. Da kennen wir ja so zwei, drei Stellen. Oh Gott. Was ist denn jetzt hier los? Wie Fluffy-Invasion. So viel Fluffy haben wir noch nie gesehen. Meine Güte. Gucken wir mal, ob wir hier oben irgendwo einen Alpha-Fanten auftreiben können. Ist mir jedenfalls lieber als so ein Fluffy im Gepäck. So, nicht, ist kein einziger Alpha-Fan zu sehen. Das ist aber schade. Dafür... Wo ist er jetzt? Oh, da ist ein Schnapper. Gut. Na gut, Schnapper, wenn du dich jetzt hier mit uns anlegen willst, dann machen wir das. Nee, so nicht. Ich bin hier nur auf der Durchreise. Lass mich eigentlich ganz einfach in Ruhe. So. Schnapperantenne. Naja, packen wir die mal ein. Brauchen wir zwar eigentlich nicht. Nun gut. Wo ist das halt? Findet man Sachen, die man gerne nehmen will. So, hier waren wir schon mal, da war auch eine Amphiskuskugel mal. Mhm. Aber kein Einzel. Waren die Brücken schon immer so schön befestigt hier? Kann ich mich nicht dran erinnern. Wir waren hier vielleicht noch nie. Ist ja süß. So, Marholz. Ja, das können wir immer hier brauchen. So, das brauchen wir fast alles. Gut. Da sind wir an einem... Fexlerdorf. Nein, das ist ungünstig. Ah ja. Das ist dieses eine Dorf hier in der Nähe der Tambas. Was haben das ohne die Fexler übernommen? Das ist sehr viel sehr viel Bewegung hier zwischen den einzelnen Fraktionen. Oh, naja, ich glaube, wir kommen ja durch, ohne aufzufallen. Denn mit denen möchte ich mich jetzt mit denen verfeindet, wenn die mit denen verfeindet sind, nicht unbedingt anliegen. Also die Bomben sind ja doch nicht so angenehm. Genauso eklig wie bei den Schmutzlern. Mit ihren Spuckangriffen. So, hier ist kein Alpha-Fan zu sehen, der uns jetzt hier den Weg so ein bisschen vereinfachen würde. Das ist sehr, sehr schade. Gut, da drüben ist das Haus der Tambas. Dann können wir ja zumindest hier rüberlaufen, um dann in den Keilwald zu kommen. Da nochmal nach Moos Ausschau zu halten. Dann können wir uns... die Jägerstiefel herstellen und dabei können wir den Weg zu Groff fortsetzen. Das ist doch eine ganz tolle Geschichte. So, gehen wir mal ein bisschen nach links. Ich glaube, wir müssen so in die Richtung. Nicht da richtig im Sinne. Oh, hier haben wir noch Fluffy Ei. Sie was zu essen kann nicht schaden. Das ist gut. So. Was ist da? Oh, da vorne kommt ein Fuchs. Ja, hier machen wir gleich auf den Weg. Ja, scheinbar. Nee, hat uns nicht gesehen, glaube ich. Stumpfels. Ah,
kriegt dann eine von unseren Fallen ab. Kann er jetzt aber schon wissen. Oh, liegt hier noch ein Fluffy? Ist aber ein lebender Fluffy. Lassen wir mal in Ruhe, brauchen wir jetzt gerade nicht. Alpha-Fanden gibt es hier gerade nicht. Schade. Hier war doch Moos. Hier war, erinnere ich mich genau, war Moos. Oh, hat wohl schon einer eingesammelt. Schade eigentlich. Und ich glaube, jetzt schmeißt uns hier gerade. Nee, das sind. Ah ja, ist nur ein Schnapper. Ist ja nicht so schlimm. Lass mal den Schnapper Schnapper sein. Da vorne nochmal ein Schnapper. Im schlimmsten Fall werden wir den zähmen. Das ist ja auch eine Variante. Das ist mal eine gute Idee, finde ich. Solange wir keinen Reittier haben. Schieß in den Baum. So ist gut. So. So, und jetzt kann. Jetzt kann ja sein Kumpel da angreifen. So, haben wir wenigstens einen Bodyguard. Ist gut. Oder auf jeden Fall einen Köder vielleicht. Was zum Ablenken. So, hier war doch irgendwo in der Nähe, glaube ich. Moos. Wenn das hier schon da vorne am Wasser nicht ist, dann muss es doch hier irgendwo welche geben. Mal gucken. Da ist es. Genau die Stelle habe ich gesucht. So, als Alternative zu der anderen, die da hinten nicht war. So, dann kurzer Moment. Dann müssen wir jetzt erstmal Stofftuch herstellen. So, dafür schmeißen wir mal diesen einen Begalit hier weg. Machen wir dreimal Stofftuch. So. Eins, zwei und drei. Und dann müssten wir jetzt die Jägerstiefel herstellen können. Sehr, sehr schön. Gut. Brauchen wir denn für die Jägerhosen-Idee? Oh, Luna Rollers wieder. Schnapperantennen, Stofftuch und eine Glattperle. Ah, da brauchen wir mal Glattperlen für. Sehr schön. Wissen wir, das wenigstens auch mal. Gut. So, dann werden wir die jetzt mal anlegen gleich. Sehr schön. Gut, hervorragend. Oh, den Begali müssen wir natürlich mitnehmen. So. Der Schnapper folgt uns. Das finde ich sehr reizend von ihm. Dann kann er sich mit seinem Artgenossen da anlegen. Mal gucken, wie das jetzt funktioniert. Der macht scheinbar gar nichts. So ist gut. Scheinbar richtig viel Schaden macht aber auch nicht. Naja, gut. Oh, das ist Bede weggeblitzt. Oh, eine Krocker-Essenz, eine Schmutzler-Essenz. Packen wir einfach mal ein. Oh, da kommen Füchse. Ich nehme jetzt schon den Schottermoos mit. Dann lassen wir die mit dem Schnapper da spielen. Ne, die kommen uns nach, oder wie? Ne. Also da möchte ich mich jetzt nicht einmischen. So, zu Groff geht's übrig hier Richtung Küste lang. Und dann sind. Ja, das ist gut. Dann werden wir jetzt zu Groff gehen. Und die Fexler laufen uns immer noch nach. Klingt jedenfalls so. Ich verschmeiße die da immer noch mit Bomben. Gut. Oh. Ach nee, da waren wir ja schon. Waren wir da schon? Ja, da waren wir schon. Stimmt, da haben wir den Plan schon hergeholt. So, wir müssen jetzt zu Groff. Wir nehmen mal den Hintereingang. Oh, nicht hier die Klippen runterfallen, natürlich. Das ist natürlich super. Wer das endlich geschafft haben, also puh, hätte ja nicht mehr dran geglaubt. Oh, da vorne sind ein paar Hennen, den sollten wir irgendwie mal ausweichen, wird schwierig. Versuchen wir es mal, an denen vorbeizuschleichen. Stecken wir uns mal hier irgendwo. Ah ja, die sind da abgedreht. Vielleicht die Entfernung groß genug. Move, jetzt muss ja hier auch Groffs Höhle ganz in der Nähe sein, der Eingang. Dann können wir denen entkommen, sicherlich. Ja, die scheinen es jetzt nicht bemerkt zu haben. War die jetzt hier unten oder war die da oben? Ich glaube, oben war die. Ja, da ist er. Da vorne ist er. Ist ja der Hintereingang. Oh, der Zumbo liegt aber ein bisschen tief. Na gut. Okay. Dann nehmen wir hier mal schnell rein. Ja, waren wir schon hier eine ganze Weile nicht mehr hier. Aber trotzdem steht hier noch alles, so wie früher war. Sehr schön. Gut, dann werden wir jetzt mal Groff seine Amphistus-Kuchen bringen. Beziehungsweise das werden wir beim nächsten Mal machen. Mal gucken, was er dazu sagt, dass wir ihm die Kugeln gebracht haben. Und hier geht es dann beim nächsten Mal weiter. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Macht's fein, ciao, ciao und bis bald.